Das hier ist meine CZ. Es gibt viele andere, aber diese ist meine. Meine CZ ist mein bester Freund. Sie ist mein Leben. Ich muss sie meistern, wie ich mein Leben meistern muss. Ohne mich ist meine CZ nutzlos. Ohne meine CZ bin auch ich nutzlos. Meine CZ verfehlt ihr Ziel nie. Jedenfalls meistens. So Leute, jetzt sind wir hier auf dem Schießstand und ich schieße jetzt das erste Mal mit meiner neuen CZ75 und dann gucken wir mal. Ich habe heute ein bisschen Tattrigen, weil ich ein bisschen Stress habe, das merke ich sofort. Der war, glaube ich, leicht links. Der war eigentlich ganz gut. Und ich kann schon sagen, der Abzug, der ist eigentlich ganz geil. So, dann gehen wir direkt mal schauen. Und ich habe heute übrigens Besuch aus Österreich. Ah, das sieht doch schon mal gar nicht ganz so schlecht aus. 1, 2, 3, 4. Die waren schon, und wahrscheinlich das ist der, den ich verrissen habe. Genau. Ja. Ja, sieht doch schon mal ganz gut aus. Ja, und jetzt schießt der Wolfgang aus Österreich mal. Der hat mich ja heute besucht, hatte ich eben kurz erwähnt. Und achtet mal darauf, wie die Waffe springt. Die springt nämlich sehr, sehr wenig. Und das liegt auch daran, dass der Lauf relativ tief im Frame sitzt. Low Bore Exit. Und super zu kontrollierender Rückstoß und wenig Hochschlag. So, eine Sache wollte ich euch noch zeigen, und zwar sehr cool ist bei der Pistole, die hat ja hier diese Leuchtpunktvisierung quasi, und wenn man da mit der Taschenlampe drauf leuchtet, guckt euch das mal an, das ist ja mal geil, oder? Coole Sache. Kann man sicherlich super mit zielen. Ich probiere das jetzt mal. Ja, da war nichts. Ah ja, hier sind, da ist einer. Oh, eine 10, eine 10. Juhu! Ja. Der und der unten. Ja, gut. Ja, geht doch eigentlich ganz gut. Mhm. Sehr cool. Ja Leute, dann, ich will die Pistole ja auch für IPSC nutzen, deswegen habe ich jetzt mal 10 Schuss geladen und ich will mal versuchen, so ein bisschen schneller zu schießen. Einfach um zu gucken, wie ich so mit der Waffe klarkomme. Probieren wir das jetzt mal. Okay. Geht ganz gut, wenn man den Hochschlag kompensiert. Und mir ist eine Hülse ins T-Shirt geflogen. Naja, egal, wir gehen mal gucken. Das geht ja eigentlich sogar. Da, 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 da. Ja, gut. Für so relativ zügig, ne? Ja. Auf 25 Meter, da kann man eigentlich nicht meckern. Ja, zum krönenden Abschluss hat der Wolfgang auch noch mal 10 Schuss relativ zügig gemacht. Das war heute jetzt hier nur so ein kleiner Einblick. Ich muss mich ja selber erstmal mit der Waffe beschäftigen. Und funktioniert aber alles super. Ich bin echt sehr, sehr zufrieden mit der Waffe. Und demnächst gibt es dann eine richtig detaillierte Vorstellung über die CZ75 P09. Freut euch drauf. Ich freue mich drauf. Bis dann.